Egal, ich nehme die Kamera trotzdem mit. Ich habe ja nicht viel Zeit und ich bin sowieso schon wieder spät dran. 9.44 Uhr schon. Die, die am meisten unter meiner 12-Uhr-Schicht immer leiden muss, ist die Cookie. Und es tut mir voll leid. Es tut mir voll leid, Schätzchen. Wo ist der Baby? Olle Wetter. Naja, so ist es nun mal, ne? Kann man nicht ändern. Das ist ja auch nicht aus Zucker. Tag, heute ist Samstag, der 30.01.2016. Und vorhin stand noch in meiner Wetter-App, dass es ab 12 Uhr erst regnen soll. Und eben als ich los bin, um 49 oder so, stand jetzt Regen. Überraschung. Naja. Oh, egal. Hilft ja auch nichts. Der Hund will ja trotzdem raus. Und muss raus. Und kann sie auch, natürlich. Gottes Willen, wer wäre ich denn, mir das zu verwehren? Tut mir ja auch immer gut. Gibt ja auch nichts Schlimmeres als Menschen, die sich ständig über das Wetter beklagen. Und regnet halt. Klar ist das nicht immer schön. Aber was willst du machen? So ist es nun mal. Also, ich finde es halt nervig, wenn Leute sich ständig über das Wetter beschweren. Und das Schöne ist, es sind ja auch meistens so Leute. Heute beschweren sich, dass es regnet. Morgen ist es zu kalt. Am nächsten Tag ist so wie Sonne, dann ist wieder zu warm. Meine Fresse, so ist es immer. Guck mal hier, die Quadfahrer. Da, und ich mach mal Fokus aus. Hier, Action. Ja, alles aufgewühlt. Auch schön. Jetzt habe ich auf manuellen Fokus umgestellt, damit ich euch besser zeigen kann oder fokussieren kann, damit es schneller geht. So wie gestern angesprochen. Nur ist der Bildschirm aber hinten so nass, dass man auch nur verschwommen sieht. Ja. Und schön, oder? Hier den Weg auch quer durch den Wald hochgeheizt. Ganz toll, wunderbar. Ich meine, der Wald ist als Naturschutzgebiet ausgeschildert. Die Wege, besonders die wir hier lang gehen, sind alle ausgeschildert, dass man da nicht durchfahren darf. Naja, aber wenn der Förster jetzt um die Ecke kommen würde, wäre ihm das egal. Und dann würde mich anmeckern, weil Cookie nicht angelegt ist. Gucken. Okay, sie reißt jeden zweiten Tag mal ein Wildschwein oder einen Hirsch. Nein, Quatsch. Je peux pas te parler, je suis sur mon portable. What's your name? Antonio Montana. Na komm hier. Als ich wieder angefangen habe im letzten Jahr. Ja, oder? Ja, eigentlich ein bisschen früher schon. Die ersten Folgen kamen ja nicht täglich. Aber als ich wieder angefangen habe mit dem Vloggen, war mir klar, dass ich da erst wieder so in den Flow kommen muss. Dass ich erst wieder ein Gefühl dafür bekommen muss, mich selbst zu filmen. Und vor allem natürlich in die Kamera dann zu sprechen. Und ja, und auch wieder diese Gleichgültigkeit zu bekommen, wenn man durch den Ort geht und die Kamera vor sich hält und da rein quatscht, dass die Leute alle gucken und so. Das habe ich in Wiesbaden gemacht, das war mir egal. Anfangs natürlich nicht, aber später wird man da immer sicherer oder so, sagen wir mal so, ja. Und dieses Gefühl, das muss man alles wieder erst bekommen, wenn man wieder anfängt nach so einer langen Pause. Und die ersten Folgen habe ich mit meinem Handy aufgenommen. Die ersten Folgen habe ich sogar nur am Handy bearbeitet, weil ich dachte, okay, du machst erstmal nicht so ein richtiges Vlog, sondern du machst so Quick and Dirty. So kam der Name Quick and Dirty zustande, weil ich die ersten Folgen mit dem Handy aufgenommen habe und am Handy, also auf iMovie auch bearbeitet habe und von da aus zu YouTube geladen habe. Dann ist es zu dem hier geworden, was ich gut finde. Ich habe da Spaß dran und
man will sich ja, oder man entwickelt sich ja dann weiter. Und man will ja dann irgendwann bessere Audioqualität haben, bessere Videoqualität. Aber egal, ich will gar nicht so technisch werden. Die beste Kamera ist halt sowieso immer die, die man dabei hat. Man kennt das ja. Und das Handy hatte ich halt immer dabei. Und so war es einfacher und ging schnell, irgendwas aufzunehmen und dann auch zu veröffentlichen. So kam dann der Name Quick and Dirty zustande. Aber nun muss man ja auch ganz klar sagen, Quick and Dirty ist es jetzt nicht mehr. Dirty manchmal schon, Quick aber auf keinen Fall mehr. Und so habe ich jetzt meinen Kanal ein bisschen umgestellt. Ich habe die Playlist, in der die Vlogs sind, auf Vlog Hashtag Thema umbenannt und habe eine neue Liste angelegt, die Quick and Dirty heißt, weil ich gestern ziemlich spontan Lust hatte, ein Video aufzunehmen über den Finn Kliman und die Sache mit Hornbach da. Möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. In dem Video ist fast alles gesagt und was ich nicht gesagt habe, brauche ich jetzt auch nicht mehr erzählen. So gut. Ja, und ich habe gedacht, okay, machst du wieder so ein Quick and Dirty. Für so die kleinen Sachen, die du zwischendurch schnell raushauen willst, die nicht ins Vlog passen oder nicht ins Vlog sollen. Oder ja, in der Zeit dazwischen passieren, wenn ich nämlich dieses Vlog bearbeite und bevor ich das nächste anfange. Cookie? Ach da, komm, wo ist denn der Stock? Wo ist denn dein Stock? Hol mal den Stock, los. Naja, und in dieser Zeit bekomme ich halt ganz viel mit. Oder, was heißt, bekomme ich ganz viel mit, aber dann liest man ja ziemlich viel. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, kann ich dann so schnell so in einem Video verarbeiten, wenn ich das möchte. Sehr gut. Als ich das Video aufgenommen hatte, also fertig mit dem Aufnehmen war, kurz bevor ich es hochgeladen habe, habe ich kurz überlegt, Mensch, hättest du ja auch ein Periscope aufnehmen können, so einen Livestream machen können, hättest du gleich erzählen können, vielleicht hätten gleich Leute noch dazu reagiert und hätten was gesagt und das Video kann man dann trotzdem zu YouTube hochladen. Naja, dann hatte ich aber keine Lust, das nochmal aufzunehmen, weil ich musste mich ja auch um das aktuelle Vlog kümmern und das fertig schneiden und so, aber vielleicht beim nächsten Mal. Also auf Twitter folgen, um es so mitzubekommen, wenn ich was auf Periscope poste oder live streame oder direkt auf Periscope folgen. Wir sind von der Schule aus als Kinder mit dem Förster durch den Wald und der hat uns alles erklärt. So ein Waldlehrpfad gab es damals, glaube ich, aber nicht, weiß ich nicht. Kann ich mich zumindest jetzt nicht dran erinnern. Vielleicht gab es das auch, aber ich weiß es nicht. Also wir sind auf jeden Fall oft im Kindergarten und auch von der Schule später aus mit Förstern durch den Wald gestiefelt und die haben uns alles erklärt. Und auch der Biologieunterricht war zu Ostzeiten wirklich sehr gut. Mathe, Physik, Chemie, Bio und so, das war alles extrem gut zu Ostzeiten, soweit ich mich erinnere. Ne, finde ich wirklich, war wirklich so. Wird so ziemlich jeder bestätigen. Cookie, komm! Und ich glaube, das erste Mal habe ich so einen Waldlehrpfad in Wiesbaden kennengelernt oder gesehen. Moment. Toll, oder? Naja, Waldlehrpfad. Also der Waldlehrpfad in Wiesbaden, der war wirklich gut. Der war im Stadtwald. Da waren sehr viele Stationen, wo Tiere erklärt wurden, ihre Behausung erklärt wurden und so weiter und so fort. Holz erklärt wurde, Holz mit Holz Musik gemacht werden konnte. Es war sogar ein Waldlehrpfad für Blinde, also mit Blindenschrift ausgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob der komplette Waldlehrpfad oder so ein kleinerer Teil, das bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Auf jeden Fall war der sehr gut gemacht. Und hier in Albeck habe ich diesen Waldlehrpfad entdeckt und da gehören auch noch ein paar mehr Stationen dazu. Ich weiß nicht, ob er inzwischen nur verwittert ist oder ob der von irgendwelchen Volltrotteln mehr oder weniger auch zerstört wird. Manchmal sieht es so aus. Aber ich finde es echt schade, dass der nicht so schön gepflegt ist oder schön gemacht ist. Ich finde das echt eine sehr gute Einrichtung, sowas. Kann man Einrichtung sagen? Naja, aber ich finde das echt sehr gut, weil
Ja, Stadtkinder, was wissen die noch großartig über die Natur und den Wald und so? Okay, sie haben natürlich auch kein Interesse, weil sie den ganzen Tag an der Playstation hocken oder vor YouTube. Nein, Spaß. Aber ich finde echt sowas klasse. Und wenn die Kinder da schon nicht alleine Interesse daran haben und mal durch den Wald gehen und so, welches Kind macht das schon? Ich meine, okay, willst dein Kind wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr alleine in den Wald lassen. Das war bei uns damals auch noch anders, aber naja. Ja, und zumindest für Schulklassen und Kindergartengruppen ist das doch interessant und so kriegt man die Kinder noch dazu, sich das anzuschauen. Und dafür sollte das auf alle Fälle gepflegt sein. Wollt ihr raten? Ja, ich bin spät dran. Ja, es ist 23.15 Uhr oder 4.12 Uhr, wie wir im Osten sagen. Ich komme gerade vom Gassi gehen und bin eigentlich echt erledigt heute. Ich werde jetzt schnell in die Dusche gehen und dann mal schauen, dass ich so viel wie möglich fertig bekomme vom Video. Dann schaffe ich es vielleicht morgen hochzuladen. Viel habe ich heute nicht aufgenommen. War ja nur ein bisschen beim Gassi gehen im Wald vom Waldlehrvater erzählt. Nee, doch, da habe ich eine ganze Menge aufgenommen. Stimmt ja. Naja, also viel zu schneiden. Alles klar, ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Also der Regen ist jetzt auch ein bisschen nervig. Ja, also nervig, weil ich mir immer Sorgen um meine Kamera mache. Diese Idee hier ist ja spritzwassergeschützt.